Am Donnerstag, den 13. Juni, fand die erste Tagung zum Thema erneuerbare Energie und Finanzwirtschaft an der Universität Liechtenstein statt. Wir haben den ersten Liechtenstein-Dialog jetzt organisiert, weil Renewable Energy, also erneuerbare Energien, ist ein sehr wichtiges Thema auch für Liechtenstein. Liechtenstein hat ja politisch auch den Willen, sich in der Richtung weiterzuentwickeln und stärker sich unabhängig zu machen von den Energieimporten. Und wir haben uns bei unserem Renewable Energy Finance Dialog damit beschäftigen wollen, wie man das auch finanziert, wie man das von der finanziellen Seite her unterstützen kann, möglicherweise auch. Konkrete Ergebnisse in Bezug auf Liechtenstein, denke ich, ist genau die Tatsache, dass die Wahrnehmung der Risiken richtiger stattfindet als in der Vergangenheit. Und wenn wir das geschafft haben, dass die Risiken eben erkannt werden, dass man weiß, die Risiken in der Energieerzeugung, die sind nicht so groß, sondern wer sich zum Beispiel als Privatperson eine Solaranlage, eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzt, der hat nicht diese Risiken, sondern er hat eine feste Feed-in-Vergütung. Das heißt, alles, was er produziert, kann er die ersten 10 Jahre zu einem fixen Preis ins Netz reingeben. Oder sogar, was er auch tun kann, jetzt die neueste Technologie, die LKW anbietet, ist, dass man den selbst erzeugten Strom auch selbst verwenden kann und nicht mehr ins Netz reinspielt. Das heißt, man kann damit immer die aktuellen Stromkosten tatsächlich sparen und ist nicht darauf angewiesen, dass man vielleicht eine niedrigere Feed-in-Vergütung bekommt. Das ist es, denke ich, wenn wir das in den Köpfen der Leute bewegt haben, dann haben wir sehr viel erreicht hier. Das Produkt heißt Urban Plant, also urbane Pflanze, urbanes Kraftwerk. Und die Idee ist, dass das Photovoltaiksystem funktioniert wie eine Pflanze. Das ist eine Faltdachlösung. Und die Innovation ist, dass man da Lichtbau machen kann und in den urbanen Bereich kommen mit dem Produkt. Das Potenzial ist so, dass man Solarproduktion im urbanen Bereich massiv erhöhen kann. Die Idee ist, dass KMUs vielleicht Produktion, die sie auf dem Dach machen könnten, verdoppeln, vielleicht sogar verdreifachen können mit diesen Lösungen. Da sehen wir den Nutzen. Das Produkt hat einen Mehrwert durch Beschattung und das ist für gewisse Anwendungen sehr interessant. Wir sind jetzt dabei, eine Demonstrationsanlage zu bauen. Die ist Ende Monat in Betrieb. Wir haben erste Kundenprojekte, wir haben recht viel Interesse. Aber wir haben einen langen Weg vor uns. Dass das Thema Energie oder erneuerbare Energie Erfolg hat, ist es wesentlich auf 2 Komponenten. Die erste Komponente, es braucht gute Ideen, es braucht gute Projekte und die andere Komponente ist, es braucht Kapital. Kapital, wo man die Projekte finanzieren kann. Es genügt allein nicht, wenn eine gute Idee vorhanden ist. Man muss die Investoren, die das Kapital bringen könnten, davon zu überzeugen. Die grösste Herausforderung ist, das Problem nicht schneller wachsen als die Lösungen. Das ganze Thema kommt, wie gesagt, von der Weltbevölkerung, die wächst, die mehr Energie braucht. Man muss sich vorstellen, im Jahr 1800 hat die Weltbevölkerung 1 Milliarde betragen. Im 1928 haben wir 2 Milliarden gehabt, 1960 3 Milliarden. Viele können sich vielleicht noch daran erinnern. Dann ist die Weltbevölkerung im gleichen Thema oder im gleichen Speed, Geschwindigkeit gewachsen. 1975 4 Milliarden, 87 5 Milliarden, 99 6, 2011 haben wir in bester Erinnerung 7 Milliarden. Wir wachsen also gegenwärtig mit rund 1 Milliarde in 12 Jahren. Bis 1800 hat es 1800 Jahre gebraucht, bis wir so weit gewesen sind. Wenn man das anschaut und die Geburtenrate beibehaltet und sich überlegt, was die Prognose sagt, wo wir sind im 2050, dann sind wir rund bei 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Enorme Probleme, eine Verdoppelung gegenüber 1987 von 5 auf 10 und entsprechend so viel Energie. Also dort sind Lösungen gefragt, Lösungen, die zu diesem Problem beitragen. Erneuerbare Energie ist sicher ein Thema. Auch wenn es ein Zungenbrecher ist, aber es wird ein Thema, es wird Bedeutung haben.